So, was geht ab, Leute? Ich habe das Video tatsächlich noch nicht gesehen. Diese neuen Regeln gelten ab sofort im Fußball. Es sind, glaube ich, 11 Regeln oder so. Ich habe schon mal ein paar Kommentare durchgelesen. Anscheinend gibt es ein paar Regeln schon. Wer weiß, vielleicht ist ja einfach nur ein Clickbait. Was sagen wir? Geben uns es einfach. Gelten ab der neuen Saison im Fußball weltweit auf einmal 11 neue Regeln. Und wie sehen diese Regeländerungen genau aus? Was sollen sie bringen und wer hat das überhaupt bestimmt? Wir zeigen euch hier die 11 brandneuen Fußballregeln, die ab der Saison 2019-2020 überall auf der Welt gelten. Und nicht vergessen, wenn ihr regelmäßig Transferkicks, Kicknews, Real Talks und Topkicks von Kick11 sehen wollt, dann abonniert jetzt unseren Kanal und macht die Glocke an. Denn bei Kick11 bekommt ihr nicht nur die News, sondern immer auch die ganze Story dahinter. Quasi an jedem Spieltag diskutiert, ärgert oder freut man sich über irgendwelche Fußballregeln beziehungsweise deren Auslegung durch die Schiedsrichter. Aber wer legt im Fußball eigentlich die Regeln fest, nach denen gespielt wird? Beziehungsweise wer hat die Macht, die Regeln zu ändern oder anzupassen? Oft denkt man, dass das die FIFA als Weltverband des Fußballs festlegt. Doch das ist nicht ganz richtig. Für die Fußballregeln ist nämlich das International Football Association Board, kurz IFAB, verantwortlich. Dieses internationale Gremium, das seinen Sitz wie die FIFA in Zürich in der Schweiz hat, besteht aus 8 Mitgliedern. 4 davon kommen von der FIFA und jeweils einer von den Fußballverbänden aus England, Schottland, Nordirland und Wales. Warum gerade aus diesen 4 Verbänden? Ganz einfach, weil England, genauer gesagt Großbritannien, nun mal das Mutterland des Fußballs ist und daher dort auch zum ersten Mal die Regeln festgelegt wurden, eben von diesen 4 Verbänden. Bis heute entscheiden sie daher über die Fußballregeln, wobei im Laufe der Jahre dann noch die 4 FIFA-Vertreter ins Gremium dazu kamen. Diese insgesamt 8 IFAB-Mitglieder entscheiden also über das Fußballregelwerk, wobei jede Regeländerung eine Mehrheit von mindestens 6 Stimmen braucht. Und die 4 FIFA-Vertreter dürfen immer nur gleich abstimmen. Gegen die FIFA kann also keine Regel durchgesetzt werden. Zur neuen Saison, genauer gesagt ab Juni, hat das Gremium jetzt 11 neue bzw. geänderte Regeln eingeführt. Das Ziel ist es dabei, den Fußball noch attraktiver und fairer zu machen. Und diese 11 Regeln sehen so aus. Also bevor der jetzt mit den 11 Regeln anfängt, ich habe auch gedacht, dass die FIFA eigentlich allein entscheidet, aber das wusste ich jetzt auch nicht. Aber jetzt schauen wir mal, welche Regeln da kommen. Bisher kannte man die Szenen ja eigentlich aus jedem Spiel, bei dem eine Mannschaft kurz vor Schluss nur knapp in Führung ist. Das Team mit dem Vorsprung wechselt noch einmal, um Zeit zu gewinnen. Der Spieler, der vom Platz soll, weiß natürlich, was von ihm erwartet wird und lässt sich alle Zeit der Welt. Er bedankt sich mit Applaus bei den Fans und schlendert in aller Ruhe vom Feld. Vielleicht bindet er sich noch einmal die Schuhe oder klatscht mit einem Mitspieler ab. Möglich war dieses immer gleiche Ritual zum Zeitschinden bisher nur deshalb, weil Auswechslungen ausschließlich auf Höhe der Mittellinie erlaubt waren. Das ändert sich zur kommenden Saison aber. Ab dann muss der ausgewechselte Spieler das Feld nämlich immer an der nächstmöglichen Stelle des Spielfeldrandes verlassen. Der Eingewechselte betritt den Platz jedoch weiterhin auf Höhe der Mittellinie. In Zukunft wird es also nicht mehr das gegenseitige Abklatschen zwischen beiden Spielern geben. Das ist eigentlich gut, die Regel ist eigentlich echt gut, weil die schinden auf jeden Fall immer Zeit, ist manchmal schon nervig. Klar kann man die Zeit nachspielen lassen, aber das ist eigentlich ganz gut. Fußballspiel angepfiffen wird, treffen sich die Kapitäne beider Mannschaften immer mit dem Schiedsrichter im Mittelkreis zum obligatorischen Münzwurf. Bisher war der dazu da, um zu ermitteln, welche Mannschaft auf welcher Seite anfangen muss. Also kurz gesagt, der Gewinner beim Münzwurf durfte sich die Seite auswählen. Der Verlierer bekam dafür dann automatisch den Anstoß zugesprochen. Ab der neuen Saison ist das nicht mehr so. Dann kann der Gewinner beim Münzwurf nämlich frei entscheiden, ob er sich entweder eine Seite auswählen möchte oder aber den Anstoß bekommt. Dem Verlierer fällt dann natürlich automatisch jeweils das zu, was der Gewinner nicht haben wollte. Im Prinzip wurde der Münzwurf durch diese Regeländerung also aufgewertet, da der Gewinner jetzt eine Wahlmöglichkeit mehr hat. Bisher galt. Also, das gab es echt schon oft. Also, das ist ja echt in der Kreisliga so. Also, die Regel gibt's schon lang. Der immer die Regel, dass bei einem Abstoß oder Freistoß im eigenen Strafraum der Ball den Strafraum auch direkt verlassen muss. Ein kurzer Pass zu einem Mitspieler im eigenen Strafraum war also nicht möglich. Das ändert sich zur neuen Saison. Ab dann ist es nämlich nur noch eine zwingend notwendige Voraussetzung, dass der Ball auch mit dem Fuß gespielt wurde und sich eindeutig bewegt. Das kurze Berühren, damit ein anderer Spieler dann sofort ein Dribbling starten kann, ist also nicht erlaubt. Für die Gegenspieler gilt bei der Ausführung vom Abstoß oder Freistoß, dass sie sich alle außerhalb des Strafraums aufhalten müssen und einen entsprechenden Abstand zum Ball halten. Der Sinn dieser neuen Regel soll übrigens sein, dass das Spiel dadurch schneller und flüssiger wird. Das sollen angeblich Tests auch schon bewiesen haben. Diese neue Regel dürfte in Zukunft wohl mit Sicherheit für einige Diskussionen sorgen. Was die Bestrafung von Spielern auf dem Platz angeht, ist bisher ja alles klar geregelt. Der Schiedsrichter hat nämlich folgende Möglichkeiten. Er kann einem Spieler die gelbe Karte geben, wobei das im Wiederholungsfall dann gelb-rot bedeutet.
oder aber er kann direkt rot ziehen. Diese Regel gilt nicht nur für die Spieler auf dem Platz, sondern auch für die Ersatzspieler auf der Bank, falls diese sich daneben benehmen sollten. Für Trainer und andere Offizielle gab es bisher aber keine Regel. In der Praxis konnte der Schiedsrichter sie nur mündlich ermahnen oder aber auf die Tribüne verweisen. Mehr nicht. Doch das ändert sich zur neuen Saison. Ab sofort gelten für Trainer und Offizielle nämlich dieselben Regeln wie für die Spieler. Auch sie können jetzt mit gelben oder roten Karten bestraft werden, wenn sie sich unsportlich verhalten. Rot und gelb-rot sind dann gleichbedeutend mit einem Verweis auf die Tribüne. Besonders kurios wird es, wenn der Schuldige auf der Bank nicht ausfindig gemacht werden kann. Wenn es zum Beispiel zu einer Rudelbildung kommt. In diesem Fall wird dann in Zukunft nämlich stellvertretend immer der Trainer bestraft, da er für die Bank und ihr Verhalten verantwortlich ist. Man kann sich wohl streiten, ob das eine wirklich faire Lösung ist. Im Fußball gibt es ja immer dann... Also die Regel ist eigentlich relativ unnötig, mal ehrlich. Also wenn sich der Trainer daneben benommen hat, dann wurde der so oder so auf die Tribüne geschickt. Ob da jetzt noch eine gelbe oder rote Karte davor kommt und er dann auf die Tribüne geht, ist schon unnötig. Ein Schiedsrichterball, wenn das Spiel aus irgendeinem Grund unterbrochen wurde, für den es laut Regelwerk keine logische Spielfortsetzung, wie zum Beispiel einen Einwurf oder einen Abstoß für eine der beiden Mannschaften gibt. Mögliche Beispiele für solche Fälle sind, dass der Ball plötzlich geplatzt ist, Pyrotechnik oder ein zweiter Ball auf den Platz geworfen wurde oder aber ein Zuschauer das Spielfeld betreten hat. Bisher wurde der Schiedsrichterball dann immer so ausgeführt, dass sich zwei Spieler gegenüberstehen, jeweils einer von jeder Mannschaft, und der Schiedsrichter in der Mitte zwischen beiden den Ball einfach auf den Boden fallen lässt. Sobald der Ball den Boden dann berührt hat, dürfen beide um den Ball kämpfen. Das ändert sich jetzt. Ab der neuen Saison darf nämlich nur noch ein Spieler, und zwar von der Mannschaft, die vor der Spielunterbrechung in Ballbesitz war, neben dem Schiedsrichter stehen. Alle anderen Spieler müssen mindestens 4 Meter Abstand vom Ball halten. Die Logik dieser Regeländerung ist, dass der Vorteil, der vor der Spielunterbrechung bestand, wiederhergestellt werden soll. Den gerade beschriebenen Schiedsrichterball könnte man beim Fußball in Zukunft noch deutlich öfter sehen, denn es wurde eine neue Regel eingeführt, die ab sofort dafür sorgt, dass es zum Schiedsrichterball kommt. Dabei geht es um die Rolle des Schiedsrichters. Bisher war die Regel zu seiner Rolle auf dem Platz ja eigentlich ganz klar. Der Schiedsrichter ist immer Luft. Das bedeutet nichts anderes, als dass alle Veränderungen, die beim Spielverlauf dadurch zustande kommen, dass der Schiedsrichter den Ball berührt hat, einfach so hingenommen werden, als ob es die natürliche Flugbahn des Balles gewesen wäre. Hat also ein Spieler den Schiri angeschossen und seine Mannschaft dadurch den Ball verloren, ging das Spiel einfach so weiter. Theoretisch könnte der Schiri den Ball sogar ins Tor abfälschen. Der Treffer zählt dann trotzdem. Zumindest bis jetzt. Ab der neuen Saison gibt es nämlich immer dann Schiedsrichterball, wenn der Schiri angeschossen wird und sich dadurch die Spielrichtung ändert, ein Angriff eingeleitet wird oder ein Tor fällt. Der Satz, dass der Schiedsrichter immer Luft ist, gilt ab sofort also nicht mehr. Es gibt im Fußball auch Regeln, an die sich in der Praxis eh schon längst keiner mehr hält. Dazu gehört wohl ohne Frage auch die Regel, dass der Torwart beim Elfmeter eigentlich so lange mit beiden Füßen auf der Torlinie stehen bleiben muss, bis der Schütze den Ball berührt hat. Wenn die Schiedsrichter darauf konsequent achten würden, dann wäre bisher wohl mindestens jeder zweite Elfer ungültig. Ja. Daher wurde die Regel jetzt auch offiziell gelockert, beziehungsweise an die eh schon gängige Praxis angepasst. Ab sofort reicht es, wenn der Torhüter sich mit einem Teil seiner beiden Füße auf oder über der Torlinie befindet. Kurz gesagt, der Torwart bekommt beim Elfmeter mehr Bewegungsfreiheit. Das ist nicht nur näher an der Praxis, sondern für den Schiedsrichter auch besser zu erkennen. Außerdem soll es die Chancengleichheit zwischen Torwart und Schützen herstellen, da der Schütze ja auch seinen Anlauf verzögern darf. Daher ist es nur fair, wenn... Werbung auf meinen Nacken. Im Spiel danken? Nee. Auch der Keeper einen Schritt machen darf. So lautet zumindest die offizielle Begründung der Regelhüter. Das Problem ist, dass die Keeper auch, also manche zumindest, die laufen nach vorne. Das sollte am besten nicht erlaubt sein, aber naja. Stelle sich folgende Situation vor. Ein Spieler spielt den Ball zurück zu seinem Torwart. Der will den Ball wegschlagen, trifft ihn aber nicht richtig und es kommt zu einem Querschläger, wobei der Ball vom Keeper in die Luft fliegt. Wenn er den Ball bisher dann trotzdem aus der Luft aufgefangen hat, wurde das als Rückpass gewertet und es gab indirekten Freistoß. Denn es ist für Torhüter ja verboten, Rückpässe mit der Hand aufzunehmen. Ab der neuen Saison wäre das im beschriebenen Fall aber erlaubt. Die Erklärung zu dieser Regeländerung ist, dass der Torhüter ja die eindeutige Absicht hatte, den Ball mit dem Fuß zu spielen. Daher ist durch den Patzer eine neue Spielsituation entstanden und dem Torwart wieder der Einsatz seiner Hände erlaubt. Anders könnte man auch etwas böswillig sagen, dass die Torhüter in Zukunft nicht mehr für ihre technischen Schwächen bestraft werden sollen. Wie die Regel in der Praxis funktioniert, muss man abwarten.
abwarten, da es hier auch immer auf die Auslegung des Schiedsrichters ankommt. Ob es wirklich ein Querschläger war oder der Torhüter den Ball vielleicht einfach mit Absicht in die Luft geschossen hat. Bisher war es bei Freistößen ja immer so. Ein Spieler darf den Freistoß erst dann ausführen, wenn der Schiedsrichter die gelbe oder rote Karte, die sich aus dem Foul, das zum Freistoß geführt hat, ergeben, gezeigt hat. Damit war der Spielfluss natürlich unterbrochen und das Spiel wurde langsamer. Außerdem wurde der angreifenden Mannschaft unter Umständen ein Vorteil genommen. Um das zu ändern, gilt ab der neuen Saison die folgende Regelung. Der Freistoß darf auch schnell ausgeführt werden, bevor der Schiedsrichter seine Karte verteilt hat. Das kann bzw. muss er dann bei der nächsten Spielunterbrechung nachholen. Einzige Ausnahme ist, dass der Schiri schon mit dem Verteilen der Karten begonnen hat. Dann muss die Ausführung des Freistoßes nämlich wie bisher noch warten. Man kennt das bekannte Ritual bei jedem Freistoß. Ist gut eigentlich. Nach taktischen Fouls kann man dann einfach schnell weiterspielen und so immer noch. Ja, man wird schon ausgebremst, aber man kann immer noch den Vorteil ausnutzen, dass die Mannschaft nach vorne ist oder so. Ist eigentlich gut. Freistoß in Tornähe. Die verteidigende Mannschaft baut eine Mauer und die Spieler der angreifenden Mannschaft stellen sich ebenfalls in die Mauer und versuchen so den Torwart zu irritieren oder ein Loch in die Mauer zu reißen. Dieses Verhalten gehört ab der neuen Saison aber definitiv der Vergangenheit an. Ab sofort ist es nämlich keinem Spieler der angreifenden Mannschaft mehr erlaubt, sich in der Mauer der Verteidiger aufzuhalten. Die Angreifer müssen dann einen Abstand von mindestens einem Meter halten, sonst gibt es einen indirekten Freistoß für den Gegner. Einzige Voraussetzung, damit die neue Regel zur Anwendung kommt, ist, dass die Mauer aus mindestens drei Verteidigern bestehen muss. Besonders interessant ist übrigens die Begründung für diese neue Regel. Es heißt dazu nämlich, dass das bisherige Verhalten gegen das Wesen des Fußballs verstoße und dem Ansehen der Sportart schadet. Die vielleicht wichtigste Regeländerung zur neuen Saison betrifft das Handspiel. Genauer gesagt das Handspiel bei Torerzielung, was ja schon in der vergangenen Saison beim Videobeweis häufig ein großes Thema war und für viele Diskussionen gesorgt hat. In der Zukunft wird es so sein, dass jedes Tor, das mit der Hand oder dem Arm erzielt wurde oder das durch ein Handspiel ermöglicht wurde, nicht zählt. Dabei ist es völlig egal, ob es ein absichtliches oder unabsichtliches Handspiel war. Als Hand zählt auch, wenn ein Spieler seine Körperfläche unnatürlich vergrößert oder wenn er den Ball oberhalb seiner Schulter mit der Hand oder dem Arm berührt. Kurz gesagt, Hand ist bei der Torerzielung ab jetzt immer Hand. Ob absichtlich oder nicht, spielt keine Rolle mehr. Zumindest fast. Denn natürlich gibt es auch hier wieder eine kleine Ausnahme. Wenn ein Spieler nämlich gerade fällt oder schon auf dem Boden liegt und sich abstützt und dabei den Ball mit der Hand berührt, soll der Schiedsrichter das Spiel weiterlaufen lassen. Das gleiche gilt auch dann, wenn der Ball vom eigenen Körper oder dem Körper eines Spielers in der Nähe gegen die Hand oder den Arm springt. Auch hier soll das Spiel nicht unterbrochen werden. Ob damit jetzt alles klar ist und es in der Regel weniger Diskussionen gibt, muss man wohl erst noch einmal abwarten. Ja gut, also die 11. Regel ist eine ganz normale Regel, ist jetzt nichts Besonderes eigentlich. Das Hand-Hand ist okay, wenn der Arm angelegt ist oder so, dass man da nicht unbedingt abpfeift, aber wenn es halt zum Tor kommt, dass man das dann nicht wertet. Ja, ist eine ganz normale Regel, ist jetzt nichts Besonderes an sich. Scheiße. Naja, anstrengend dir zuzuhören, kann man sich gar nicht länger als 2 Minuten geben. Scheiße. Ja gut, also warten wir mal ab, was diese 11 Regeln bringen. Ich meine, die meisten sind ganz normale Regeln oder ja, 2-3 Stück sind auch unnötig. Nun gut, aber ist ja wie in der Politik so, dass man einfach immer wieder neue Gesetze macht. Das ist einfach überall so. Naja, also wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Saison und in diesem Sinne.